Bei mir jetzt Steve Birds. 1:3 Hinspiel habt ihr dominiert am ersten Spieltag. Das hier Spiel hat ja ein bisschen später stattgefunden. Das war auch ein so ein Aufreger, kann man sagen. Ja, wie tief sitzt jetzt der Stachel der Enttäuschung? Ja, gut, wir haben das Spiel verloren. Das ist natürlich, das ist nicht froh. Das ist natürlich klar. Aber auf der anderen Seite haben wir auch auf dem schweren Platz haben es einfach die Saarthaler besser gemacht. Muss man sagen, wie es ist. Wir haben uns, außer jetzt in der letzten Viertelstunde, ja, da schießen wir eigentlich das 2-2, dann zählt es nicht, den Elfmeter kriegen wir nicht und dann geht das Spiel eben so aus, wie es aus ist. Aber insgesamt muss man sagen, haben wir viel zu wenig fürs Spiel gemacht. Besser wurde es in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da sind auch deutliche Worte dann gefallen in der Kabine. Ne? Ihr habt dann auch schnörkelloser gespielt, ja. Ihr wart mehr in den Zweikämpfen und so weiter. Das hat man in der ersten Halbzeit ein bisschen vermissen lassen, oder? Das heißt deutliche Worte. Wir haben eigentlich nur angesprochen, dass wir viel zu große Abstände hatten. Und das war auf so einem schweren Geläuf. Wenn du da die zweiten Bälle nicht kriegst, dann ziehst du immer den Kürzeren. Das ist ganz klar. Und dass sie schnelle Leute vorne haben, ist ja auch klar. Und dass sie dann die Bälle, wenn sie die Möglichkeiten haben, viel Platz haben, dann spielen sie in die Schnittstellen. Und dann sind die auch ab und zu mal weg. Aber wie gesagt, insgesamt war es heute viel zu wenig. Nach der Winterpause habt ihr schon gegen gute Mannschaften gespielt, aber habt nicht mehr so diese Siegesserie wie in der Hinrunde. Liegt das auch am Ausfall von Pascal Hoth oder täuscht dieser Eindruck, dass es nicht mehr so ganz so rund läuft? Natürlich ist ja klar, wenn Pascal, der hat in der Hinrunde über 20 Tore geschossen, ist ja klar, dass der fehlt. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Aber trotzdem versuchen wir das anders zu kompensieren. Ist jetzt vielleicht nicht so, dass wir die vielen Tore schießen. Auf der anderen Seite kriegen wir 2 unglückliche Elfmeter in den letzten 3 Spielen und ja, insgesamt 3 in 4 Spielen. Und dann spielt man ab und zu mal einen Unentschieden oder so, aber wir sind absolut im Soll. Also da hat niemand gesagt, dass wir da vorne bis zum Schluss mitspielen müssen. Aber klar, nochmal, solange wir vorne dabei sind, wollen wir natürlich auch vorne bleiben. Kurzer Ausblick noch Wallenborn. Am Sonntag seid ihr klarer Favorit, muss man nicht drum rumreden. Wie sieht es auch personell aus und vielleicht noch Einsatz zum Gegner zum Abschluss? Ja, ich finde das immer witzig, dass bei den anderen gesagt wird, dass da so viele Leute fehlen. Bei uns wird das nie gesagt. Aber ich meine, bei euch fehlen Leute. Ja, also, ja, ja, aber ja. Wenn ich dann gucke, dass bei uns insgesamt heute wieder 12 Spieler noch den Stocke mal kurz vorm Spiel noch ausfallen musste, das ist natürlich schon bitter. Und wenn man dann immer wieder 2, 3, 4 Positionen wechseln muss, dann, ja, das ist eben so. Dann muss man durch, aber ich gehe mal davon aus, dass zumindest mal von heute keiner ausgefallen ist. Hoffentlich kommt der Luca Grün zurück, der war jetzt noch krank, zusätzlich zu seiner Verletzung. Und dann haben wir wenigstens mal noch einen Spieler mehr.